Hallo und willkommen bei Quickflirt. Eure Fragen werden von mir an Devil gestellt. Und heute nehme ich mir mal vor ein Thema WG-Party. Analyze the Dance Floor hat einige Fragen bzw. eine Frage gestellt und sehr ausführlich beschrieben, was für eine Situation es bei ihm gab. Und darauf gehe ich jetzt zuerst mal ein und danach knüpfe ich ein paar Fragen, die sich mir noch generell gestellt haben mit WG-Partys, die ich so kenne, knüpfe ich dann noch hinten an. Erstmal kurz zu der Situationsbeschreibung. Es ist eine WG-Party. Er hat einen guten Opener gefunden über Western und Cowboys springen auf Pferde und das tut nur bei den Cowboys und bei den Frauen nicht weh, wenn die aufs Pferd hüpfen. So, und damit kommt er mit ihr ins Gespräch. Auf einmal sind aber nicht nur sie da, sondern es kommen irgendwie mehrere Frauen dazu. Dann sitzen sie zu sechs da. Sie ist quasi die Alpha-Frau in der Gruppe, ist aber nicht, wie bei dir sonst in manchen Videos wohl beschrieben, maskuline Alpha-Frau, sondern total feminin. Unterhaltung läuft weiter. Sie hinterfragt immer, ja, warum willst du das denn eigentlich wissen? Und er sagt, ja, Moment, was sagt er denn genau? Ja, irgendwie ist ja interessant und er will halt eine Antwort darauf irgendwie haben. Eigentlich ist es ihm natürlich wurscht, aber irgendwie geht das Thema darum weiter, geht auch ein paar andere Sachen über irgendwelche Klamotten, Haarklammern. Er macht Kino, kriegt so Kontakt zu ihr und ja, irgendwie nach diesem ganzen Smalltalk kippt's halt irgendwann und ja, sie will halt gehen. Beziehungsweise halt, es geht dann wohl auch, also es hat, glaube ich, dann nicht weiter irgendwie geklappt. Ja, ob es... Er will halt wissen, woran es gelegen haben kann. Also vielleicht zu viel Aufmerksamkeit von ihm. Ja, warum könnte sie das Interesse verloren haben? Ja, also, wenn er auf so einer WG-Party ist, der Opener ist eigentlich relativ egal. Ich meine, sie kann ja nicht wegrennen und so weiter. Ja. Wichtig ist bloß, dass er dann natürlich die ganze Gruppe unterhält. Er hat sie unterhalten, das ist in Ordnung. Stimmt, das schreibt er auch. Er hat sich fast nur mit ihr unterhalten, also so total viel Aufmerksamkeit auf sie gerichtet. Genau, das ist es halt. Er hat zu viel Interesse damit bekundet. Er hätte sie auch so zwischendrin einfach mal ein bisschen eifersüchtig machen können, indem er einfach mal mit einer anderen redet von ihren Freundinnen und der Aufmerksamkeit schenkt, indem er auf einmal bei ihr irgendwie einen Zaubertrick macht und bei ihr so ein bisschen Kino macht, so ein bisschen sie berührt und so weiter. Und dabei kann sie natürlich auch die ganze Situation beobachten und dadurch sagt, hey, komm wieder zurück zu mir. Ja, natürlich. Also innerlich natürlich nur, ich würde es nicht so aussprechen. Nee, aber dieses Gefühl wird dann sich irgendwie einstellen und sie wird dann auch beobachten, wie sozial engagiert er eigentlich ist und wie gut er auch bei anderen ankommt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, dadurch, nicht nur Alpha-Status männlich zu demonstrieren, indem, hey, ich kann mit dir in Kontakt kommen und alle hören mir zu, sondern ich bin auch ein kommunikativer Mensch, der mit anderen Menschen gut umgehen kann. Genau. Und das quasi zu demonstrieren dann mal. Genau, er kriegt dann ja so ein richtiges Gütesiegel, wenn die andere auf einmal lacht und ihn dann vielleicht auch irgendwie am Arm berührt oder so und man einfach merkt, dass die Anziehung da ist. Also ich kann mal eine kleine Geschichte erzählen. Da war auch eine Mädel, auch auf so einer Party, was ich unbedingt kennenlernen wollte und wir kamen ins Gespräch und ich kam einfach dann nicht dazu, ihre Telefonnummer zu bekommen. Ich habe dann immer gefragt, ja hier Telefonnummer und so und sie, naja, ich weiß nicht und hier und da und hat immer so rumgedruckst. Gut, dann kam ein richtig süßes Mädel, die sah aus wie Jamie Lynn Spears, also die junge Schwester hier von Britney Spears, nur mit schwarzen Haaren. Ich kenne keine Stars. Egal, jedenfalls, die sah hammergeil aus. Und ich habe dann mit ihr das Gespräch angefangen, halt sie angefasst, sie berührt, habe diesen Trick gemacht, wo ich ihre Hand entlang gehe, ihre Brust streife. Und sie hat mir dann sofort ihre Telefonnummer gegeben. Das ging alles perfekt. Es lief alles perfekt. Und dieses Mädel, was ich eigentlich wollte, stand direkt rechts neben mir die ganze Zeit. Ja. Und hat halt so ihren Drink in der Hand gehabt, Getränk, und stand die ganze Zeit daneben. So, und hat das beobachtet. Und dann habe ich mich halt von dieser Kleinen da verabschiedet. Die ist dann irgendwie weitergegangen, nachdem sie mir ihre Nummer gegeben hat. Weil irgendwie eine Freundin von ihr irgendwas wollte. Ist ja auch egal, weiß ich nicht mehr. Und dann drehe ich mich zu ihr um und sag, ey, was war denn jetzt nochmal mit der Nummer? Und sie so, ja, gib mir mal dein Handy. Und dann, zack, es war unglaublich, wie einfach das auf einmal war. Ja. Und das alles nur, weil ich auf einmal dieses Gütesiegel hatte. Ja? Ja. Da sieht man mal, was das ausmacht, wenn du so soziale Kompetenz ausstrahlst
Und ich habe mir wirklich vor ihrer Nase die Nummer geholt. Das heißt, ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, dass dann so, oh, das könnte die jetzt sehen und das ist dann ja schlecht. Nein, das ist überhaupt nicht schlecht. Sie soll doch sehen, dass du erfolgreich bei Frauen bist. Dass ja, du halt solange einfach du jetzt nicht anfängst, mit jeder rumzuknutschen und dann irgendwie, hey, willst du auch mal so ungefähr? Sondern das ist ja noch auf dem Level, wo es erstmal um normalen zwischenmenschlichen Kontakt geht und alles Weitere geht dann vielleicht in ihrem Kopfkino ab. Aber im Endeffekt bleibt es da und wenn die eben also noch Aufmerksamkeit nicht so widmest. Viele Gedanken machen, unterhaltet alle, unterhalte auch die Männer. Das heißt, mach irgendwelche Gedankenspiele, bei die du alle irgendwie mit einbeziehen kannst. Irgendwelche Spiele, hol meinetwegen. Zwischen 1 und 4, die Geschichte. Ja, alles Mögliche. Es gibt so viele NLP-Gedankenspiele, die ich jetzt nicht alle erklären kann, weil die sind wirklich sehr komplex im Verhalten, aber mach einen Zaubertrick, bei dem du alle unterhalten kannst oder fangt auf einmal an, Wahrheit oder Pflicht zu spielen oder irgendwie sowas, ja, wie damals in der Schule. Halt auch mit Küssen und mit extremeren Sachen, die dann halt, ja, in unserem Alter dann doch schon möglich sind. Da öffnen sich völlig neue Sphären. Ja, dann kann ich meine Kiste vom Nachttisch holen und sagen, komm, wir machen eine Vibrator-Dillo-Party. Ja, und da du ja der Spielleiter bist, kannst du natürlich das Spiel dann auch so in gewisse Bahnen lenken und sagen, so und so wird es jetzt ablaufen. Und da kannst du natürlich auch viel steuern dabei. Also ist toll, macht eure eigenen Erfahrungen. Auf jeden Fall soziale Dynamik da drin. Du musst halt wirklich der Boss sein. Du musst interessant sein. Und wenn du dich nur die ganze Zeit anbiederst, dann wirst du einfach irgendwann langweilig. Klar, erzeugt man irgendwie Anziehung, aber man muss natürlich auch so einen Gegenpol schaffen. Da gibt es auch so Sätze, die dann natürlich ganz gut funktionieren, wie zum Beispiel, ach, Kacke, aus uns, du gefällst mir total gut, aber aus uns kann nichts werden. Du bist einfach viel zu sehr mein Typ. Hä? Genau. Und das wird sie sich auch fragen. Hä, was will er jetzt? Genau, was ist denn jetzt los? Und dann, wieso kann aus uns nichts werden? Und dann, ja, du siehst, ja, du verhältst dich so ein bisschen wie meine Ex-Freundin und ich habe einfach irgendwie Angst, dass ich mich vielleicht noch in dich verliebe oder so und weiß ich nicht, das ist einfach keine gute Idee. Aber das ist eher was für einen späteren Abend, dann nicht was für am Anfang, oder? Ja, das machst du dann halt so nach einer Stunde circa. Das kannst du auch am Anfang... Ja, das kannst du auch schon relativ so nach 10 Minuten machen. Sie wird sich auf jeden Fall denken, ich darf jetzt nichts von ihm wollen. Und gerade was man nicht darf, das will man doch dann. Und dann wird sie sich noch mehr anbiedern. Ja. Oder, wie war das mit Kindern? Gib den Kindern keinen Brokkoli und später stehen sie total drauf, genau wie so mit Cola. Ja, oder du kannst auch einfach, was immer ganz wichtig ist, Anziehung erzeugen und sie dann wieder so ein bisschen wegstoßen. Das heißt zum Beispiel, du machst ein bisschen Kino oder was dann später schon möglich ist, du umarmst sie und dann stößt du sie so ein bisschen weg und sagst dann, du, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das erzeugt, hat es mal eine Frau bei dir gemacht? Nö. Also bei mir ist das schon andauernd passiert und dann geht so richtig mein Jagdinstinkt los, dann richtig so mein Herz so babam, 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 schlägt dann schneller, ich bin dann aufgeregt und das gibt einen gerade diesen Kick, wenn man erst so hingezogen wird, sich berührt, umarmt und dann auf einmal so weggestoßen wird. Das ist halt die absolute Emotionstalfahrt, Flut, das ist es, worum es geht, du musst Emotionen auslösen und das ist auch ein toller Weg. Okay, aber dann sanft, also so, dann also, oder... Also. Umarmen kannst du sie zum Beispiel gerade bei einer WG-Party ganz einfach. Es ist draußen immer kalt und man steht ja auf dem Balkon, weil alle irgendwie rauchen oder einfach mit ihrem Bier draußen stehen auf dem Balkon. Ja. Und dann umarmst du sie einfach von hinten, weil du siehst, dass ihr kalt ist und da sagst du einfach, hey, ich wollte dich einfach ein bisschen wärmen. Die wenigsten Frauen sagen dann, ey, was soll denn das, hau mal ab. Man bekommt ja auch so ein Gespür dafür, okay... haben wir schon eine Connection? Genau, ja. Haben wir schon eine Connection? Kann ich das jetzt bringen? Und ja, dann wärmst du sie, ihr habt den Körperkontakt, sie riecht schon mal so, ja, nimmt schon mal so deinen Geruch auf. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Stimmt, Liebe geht du nicht durch die Nase. Wenn du riechst, dann ist, ich weiß nicht, ob Pheromone oder was weiß ich dafür verantwortlich ist, auf jeden Fall, das funktioniert nicht. Aber genauso bei Frauen finde ich auch. Ja. Also, bei manchen, da denkst du schon im Vorbeigehen, so, boah. Dann kannst Hammer. Du auch, dann kannst du auch so ihren Hals von hinten entlang riechen, so nach unten, aber nicht so wie so ein Kranker, sondern so. Und dann so ihr ins Ohr hauchen.
Du riechst unbeschreiblich gut. Aber halt mit so einer tiefen Stimme so. Ja, schön brummen. Ja. Und das löst dann, ich merke schon, der Mann weiß, wovon ich rede, sehr gut. Und das ist natürlich auch wieder ein Anfänger, aber ich kenne Frauen. Und was ich dann schon mache, ist, das ist jetzt vielleicht nichts für Anfänger, aber ich küsse dann relativ schnell schon mal so ihren Hals entlang. Dass ich einfach mal so ihren Hals entlang küsse. Das ist die krasseste Wirkung, eigentlich noch krasser als auf den Mund. Eben, das finde ich auch. Der Hals ist einfach die intimste Zone, da ist man sehr empfindlich und oh, da gehe ich zum Beispiel so ab, wenn eine Frau mich so am Hals entlang küsst, dann gehe ich mit der Zunge so eine Linie, so eine imaginäre Linie an ihrem Hals entlang. Und das ist so geil und ich merke richtig so, wie sie dann auch so ein bisschen zittern und so. Das ist einfach geil. Und danach musst du aber wieder einen Schritt zurückgehen. Also ja, wenn du dann dran bleibst, dann denkst du, sie muss die Distanz suchen. Und genau, wenn sie das einmal macht, dann ist sie in Abwehrhaltung. Ne? Genau, cool ist zum Beispiel, du küsst dann halt ihren Hals entlang und dann sagst du, okay, interessant. Und gehst einfach weg und holst dir noch ein Bier oder so. Dann wird sie auch denken, was war das denn jetzt gerade? Was ist denn hier los? Und wird sich umdrehen und denken, hey, ich will mehr. Und sie kann gar nicht erst diese Abwehrhaltung einnehmen. Aber wie gesagt, ganz wichtig davor ist, man musste gucken, ist überhaupt erstmal diese Sympathie da. Ja, du gehst nicht zu einer Fremden einfach so. Sonst bist du irgendwie ein kranker Triebtäter. Da gibt es auch so einen Einvernehmungstest. Der funktioniert wie folgt. Du nimmst ihre Hand, wenn ihr schon Händchen haltet, und drückst einmal fest zu. Wenn sie zurückdrückt, zeigt es, dass sie Vertrauen hat. Das passiert unbewusst, darüber wird sie nicht nachdenken. Das ist so ein kleiner Test, aber natürlich merkst du es über ihre Körpersprache. Guckt sie dich die ganze Zeit an? Nimmt sie das Gespräch wieder auf, wenn das Gespräch mal kurz ins Stocken gerät? Lacht sie über all deine Witze? Berührt sie dich nebenbei beim Reden? Streift sie ihr Haar entlang? Das sind natürlich so viele Interessensindikatoren, die du da aufgreifen kannst im Gespräch. Ja. Und dann weißt du einfach, okay, es stimmt, ich kann jetzt einfach das machen. Und da muss man dann nicht großartig drüber nachdenken. Okay. Soweit finde ich das schon mal gut erklärt. Was ich mir noch, so ein paar Fragen, die mir noch zu meinen Erinnerungen so in den Kopf kamen, ist zum Beispiel, ich bin Nichtraucher, sie raucht. Sie will auf den Balkon gehen, den du gerade angesprochen hast, zum Rauchen. Man sitzt in der Gruppe mit 6-7 Leuten irgendwo in der Ecke rum. Ja. Sie geht rauchen, 1-2 Raucher gehen mit. Was tue ich als Nichtraucher? Du gehst mit? Gehe ich direkt mit oder sage ich... Nein, du gehst mit. Beim Rauchen draußen, gerade an der frischen Luft und so, weiß ich nicht, woran es liegt, aber da entstehen auf einmal die tollsten Gespräche. Das mag auch daran liegen, dass man steht. Einem kommen einfach die besten Gedanken beim Laufen und beim Stehen. Da wird irgendwie das Gehirn angeregt. Ja, das stimmt. Das kann ich dir aus physiotherapeutischer Sicht erklären. Das ist genau wie in der Schule, wenn du nachdenken willst und dir wird langweilig, bevor du einpennst, nimm so einen kleinen Gummiball, drück die ganze Zeit drauf rum und du wirst wieder aktiv. Ähnlich funktioniert Kaugummi-Kauen und genauso auch andere Bewegungen. Das ist auf die Jagdtriebe von damals zurückzuführen, dass dann bei der Jagd, beziehungsweise auch wenn du weglaufen, dich überhaupt draußen bewegt hast, dann mussten deine Sinne wach und klar sein, damit du schnell und entsprechend gut reagieren kannst auf was auch immer passiert. Ja, siehst du, das wusste ich gar nicht. Aber ich wusste halt einfach, dass es diesen Effekt hat, wenn man draußen ist, auf einmal gibt es die tollsten Gespräche. So. Und das darfst du nicht verpassen. Sie muss mit dir positive Eigenschaften verankern. Unbewusst. So, und das passiert durch positive Erlebnisse. Und wenn du bei tollen Gesprächen dabei bist, sie die ganze Zeit lacht und dich dabei anguckt, dann bist du der Grund. Ja? Und nicht jemand anderes. So. Also das ist ein wichtiger Faktor. Das heißt, jetzt dackel ihr nicht die ganze Zeit hinterher, aber wenn sie nach draußen geht, dann sei schon mit dabei, schäkere mit ihr. Wie gesagt, du kannst sie dann wärmen, du kannst so viele Spiele draußen mit dir machen. Ach, das ist einfach toll. Die Feuertricks nachts auf dem Balkon ist bestimmt geil. Ja, zum Beispiel. Mit der Kugel. Zum Beispiel. Also da ist so viel möglich. Ich hatte noch irgendeinen Gedankengang, den ich jetzt... Ach so, genau. Vorhin hattest du irgendwas mit Location-Wechsel, glaube ich, gesagt. Ja, generell Zimmerwechsel oder so. Zimmerwechsel. Weiß ich, ob das jetzt im Vorgespräch oder wir hatten das ja schon mal in der vorigen Folge irgendwie gesagt, dass Location-Wechsel Vertrauen schaffen. Und innerhalb so einer WG bringt so ein Location-Wechsel nicht viel. Weil das ist halt wirklich nicht das gleiche wie im Club. Atmosphäre und so. Genau, es sind ja auch immer Leute dabei. Das heißt, du kannst dann einfach kurz zu dir sagen, du,
ich habe Hunger, hast du auch Hunger? Lass uns doch kurz eine Pizza holen gehen. Oder irgendwie sowas. Oder noch was zu trinken holen gehen. Es gibt so viele Gründe. Denkt euch irgendwas aus. Geht damit ihr alleine raus, spaziert ein bisschen draußen, nehmt ihre Hand dabei, ja, lauft Händchen haltend durch die Gegend. Das schafft okay, Vertrauen. Das Rausgehen auf jeden Fall ist eine gute Sache, glaube ich. Also das denke ich. Ja. Und wenn es nur was. Nach draußen ist, kurz vor die Tür. Ja, wenigstens das. Und da ist ja nichts dabei. Also ihre Freundinnen wissen dann ja auch, sie ist gleich wieder da. Dann sagt ihr das auch, hey, ich entführe kurz eure Freundin, wir sind gleich wieder da, macht euch also bitte keine Sorgen, bringen sie gleich wieder. So. Da wird dann auch niemand sagen, nein, das kannst du nicht. Ja. Ja. Wenn du das so sagst. Gut. Noch irgendwas? Naja, Alkoholgenuss ist ja eh immer so eine Sache. Also ich denke, meine Ansicht dazu ist eigentlich auf so einer Party, ich schieß mich nicht völlig ab. Also das kann ich machen, nicht. Aber wenn ich eine Frau kennenlernen will, dann trinke ich maximal ein, zwei Bier und den Rest. Also was die Verführungskunst angeht, ist Alkohol absolut tabu. Ein, zwei Bier sind in Ordnung. Alles andere, wo man dann nicht mehr klar denken kann, ist absolut verboten. Ich meine, man denkt dann vielleicht, man ist der coolste Womanizer. Aber in echt so, kleines. Und wenn du beim Rausgehen gegen Türrahmen läufst, ist auch nicht gut. Ja, du denkst halt, du bist der geilste Typ und in echt bist du das oberste Arschloch. Also kannst du komplett vergessen. Ich habe schon tausende Typen gesehen, die so im Club waren und dachten, sie sind voll cool und halt überall abgeblitzt sind und es überhaupt nicht kapiert haben, dass sie sich total daneben benommen haben. Und das werden sie auch am nächsten Tag nicht kapieren, weil sie halt einfach berauscht waren. Ich sag's halt euch einfach, ohne ist man erfolgreicher. Ein, zwei Bier zur Lockerung ist meinetwegen in Ordnung, aber mehr nicht. So. Was zum Beispiel lustig ist, früher war ich Hochleistungssportler, das wissen die wenigsten, da hatte ich dann immer Milch. Ich habe immer Milch getrunken aus einem Glas und dann hat immer jeder gefragt so, sag mal, was trinkst du denn da? Ist das Milch? Und ich dann, ja klar, wieso denn nicht? Und dann hat man auch immer gleich ein Gesprächsthema. Dann haben mich immer gleich alle angesprochen. Ey, sag mal, trinkst du da Milch? Und dann war man schon in einem ganz lockeren Gespräch und man sticht wieder aus der breiten Masse heraus. Also sowas kann man auch bringen, ja. Ja, wobei ich mag keine Milch, aber also nicht wirklich. Kannst du auch alles Mögliche trinken. Kannst du auch Tomatensaft trinken. Ich weiß schon, das war jetzt nur wieder ein dummer Spruch von mir. Muss auch mal sein. Und was ich mir jetzt noch so vorstellen kann, was vielleicht interessant ist für den einen oder anderen, kann ich sie denn dort küssen vor den anderen? Ja, auf jeden Fall. Kannst du eindeutig. Ja, das wäre mir auch also schon gemacht und auch, warum nicht? Eben, da darf man sich bloß nicht von abhalten lassen, da wird euch auch keiner bei stören, irgendwie verzieht euch meinetwegen auf irgendeine ruhige Ecke dann. Aber wo es passiert, ist eigentlich egal. Wenn ihr danach isst, dann küss sie meinetwegen. Mache es auf alle Fälle, weil wenn du sie nicht küsst, dann wird sie jemand anderes finden, der mit dir irgendwie rummacht. Also das ist immer so. Denk da bloß nicht, oh, sie ist jetzt so betrunken, ich will sie jetzt nicht ausnutzen. Hey, sie wird sich da einen anderen Typ suchen, mit dem sie rummacht. Fertig. Und du nutzt sie doch nicht aus, wenn sie es will. Also macht euch da nicht so verrückte Ideen. Irgendwie, nein, küss sie. Habt Spaß. Ja, ihr seid nur einmal jung. Natürlich sollst du jetzt keine Frauen irgendwie abfüllen und irgendwie mit ihr machen, was sie nicht will, aber alles, was sie will und wo sie so noch so einigermaßen bei Verstand ist, mach es. Ganz klar. Ja. Ich überlege gerade, ob mir überhaupt noch andere Fragen einfallen zu WG-Partys, weil im Prinzip ist ja sehr ähnlich, also sehr viel ist es gleich wie bei anderen Situationen. Genau. Musiklautstärke ist eigentlich wie in der Disco, das heißt, man wechselt dann, um sich zu unterhalten, vielleicht in den Raum, wo nicht ganz so laut Musik ist oder in den Flur oder auf dem Balkon oder so. Oder auch mal, lass uns vor, das ist vielleicht noch was, wenn es drin recht laut ist, dann einfach zu sagen, komm, lass mal vor die Tür gehen, können wir ein bisschen quatschen, gehen wir einmal ums Haus. Ich mache das immer so, ich sag, komm mal kurz mit, ich nehme dabei ihre Hand, ganz wichtig, komm mal kurz mit, nimm ihre Hand und sag, ich will dir was Wichtiges sagen. So. Ich verziehe mich dann meistens in so ein Schlafzimmer, weil in die Schlafzimmer darf man ja meistens nicht. Ich kläre das vorher ab. Hey, wenn ich weiß, wem die Wohnung gehört, du darf ich dann kurz mit ihr ins Schlafzimmer. Wir werden dort nichts machen, einfach nur quatschen. So, dann werde ich dort mit ihr Gedankenlesen machen, Mindreading oder irgendwas anderes. Halt mit ihr sehr intim und tiefsinnig reden und dabei natürlich dieses Kino intensivieren, die Berührung immer mehr verstärken. Und sie dort dann küssen. Ja, dort ist man einfach ungestört und man muss sich
nicht gleich dort mit ihr schlafen. Muss man nicht, kann man machen, aber ist immer ein bisschen blöd auf Partys, wenn da jemand reinkommt. Ja, klar. Ich persönlich mache es nicht. Und natürlich kann man dann sagen, hey, wollen wir losgehen? Werden die wenigstens Frauen ja sagen, aber hey, wenn sie ja sagt, dann nimm sie mit zu dir oder fahrt halt zu ihr. Ansonsten, du hast ja ihre Telefonnummer, genießt einfach die Zeit. Man muss nicht gleich von 0 auf 100 gehen, küsst sie erstmal, kuschelt und so weiter. Ja. Gut. Also ich denke, ich habe gerade nochmal überlegt, während du diese Sachen so auch noch gesagt hast. Finde ich gut. Ich fühle mich für die nächste WG-Party, obwohl ich bin ja kein Student mehr. Es gibt ja WG-Party oder normale Party. Ich weiß. Es ist ja immer dasselbe. Hauspartys gibt es mittlerweile immer mehr. Oder kleine Kinder rumlaufen. Naja, gut. Aber prinzipiell sind eigentlich meine Fragen alle soweit geklärt. Jetzt geht es wieder darum, dass ihr Fragen stellt, was euch interessiert. Und wenn ihr sowas Ausführliches schreiben wollt wie Analyze the Dance Floor, dann tut das gerne. Ansonsten werden natürlich auch mal kürzere Fragen mit einbezogen. Das fand ich jetzt einfach mal ein wichtiges Thema, weil es auch mich sehr interessiert hat. Ja, das war's von mir für heute. Flirtet gut und sicher. Ja, also mir wäre auch lieb, wenn ihr einfach themenbezogene Fragen stellt, damit wir wirklich lange Folgen daraus machen können, so wie ihr euch das wünscht. Stellt eure Fragen, schaltet dann auch nächste Woche wieder ein, am Mittwoch um 20 Uhr zur nächsten Folge von Quick Flirt, Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.